Okay, jetzt warten wir noch auf das GPS-Signal. Es sucht noch ein bisschen. Ja, hat ein bisschen Schwierigkeiten. Vielleicht ein paar dicke Wolken am Himmel, ich weiß es nicht. Mal sehen, was das Ding bringt. Bin gespannt. Komm schon, gib Gas. Die Strecke wird immer kürzer. Aber ich denke, die 100, 200 packt er trotzdem. Wir haben jetzt dann vorne ein schönes Ladestück. Da wollen wir mal gucken, ob das ausreicht. Jetzt aber. Da kommt schon. Ja, so ist es halt einmal, ja. Aber man sieht so, der Spurhalteassistent arbeitet korrekt. Okay? Er macht das, was er machen muss, und das macht er anständig. Denn wie gesagt, okay, der Terminator und Chuck Norris sind ein Stück vor mir, dann komme ich. Und jetzt geben wir Gas, Leute. Okay, komm schon. Also. Und hopp. Es kam auch ein Stückchen bergauf. Ja, es ging ein bisschen bergauf. Okay, ich bin leistungsverwöhnt, Leute, aber habe ich mich jetzt so verschätzt bei dem Teil, dass er mich so eingelullt hat mit dieser Sitzkomfort und alles und dann knallt er eine 11-Sekunden-Zeit hin. Okay. Ja gut, was soll man da großartig sagen? Es ist Luft nach oben. Leute, es ist Luft nach oben. Ihr wisst ja bestimmt, mein C63S hat ja serienmäßig die 8,0, ich meine 8,0, klar, 8,01 glaube ich, oder was das war. Ja? Also 8 Sekunden. Also ich weiß, ich kann jetzt von meinem M5 F10 reden, ja. Hatte er serienmäßig, hätte er 560 PS haben sollen. Er hatte 587, glaube ich. Ich habe dann die Messung habe ich selber gar nicht gemacht. Ich war damals bei Eisenmann, habe die Auspuffanlage bei Eisenmann machen lassen. War damals der Prototyp. Und die haben mir die Leistung auch gemessen. Das hat er mir eben gesagt von reiß dich doch zusammen. Das geht jetzt auch. Und der hat mir das gesagt, dass der so viel Leistung hatte. Und mit der Auspuffanlage von Eisenmann hatte ich dann damals 14 PS mehr, also knapp über 600 hatte ich damals mit der Außenverlage. Ohne Außenverlage knapp 600 vom Werk. Ja. Es wurden welche gemessen mit 630, glaube ich, oder 640 PS, serienmäßig. Also die haben eigentlich immer Luft nach oben. Jetzt habe ich bei dem auch gedacht. Aber ja, ist okay. Sekunden. Wenn ich jetzt überlege, der RS3, wo ich da gehabt habe vom Autohaus, der hatte die 100, 200, ich glaube 10,8. Ja? Und der DTRS, der hatte 8,6, der neue. Also der hatte, war mal richtig satt im Foto gestanden. Ne? Ja, Leute, das ist die Realität. Ich will es auch nicht schönreden, es ist so wie es ist. Es ist jetzt nicht langsam, aber ich hab doch ein bisschen mehr erwartet. Ne? Ja, Leute. Was soll ich sagen? Das war's. Ich wünsche euch was. Eine gute Zeit. Aber wie gesagt, soundmäßig nacharbeiten. BMW, ich hoffe, der M5 hat dann auch dementsprechend ein bisschen hier Sound vom Feinsten, ne? Weil das macht es auch ein bisschen aus. Ja? Wenn ich schon V8 drin habe, ja, dann will ich den auch hören. Okay? Also, Leute, gute Zeit. Macht's gut. Ciao.